Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ich bin gerade hier an der zweiten Aufnahme dieser Session und wir sind in einem Rift. Ich habe einen viel zu langen Park gemacht, aber das ist gut manchmal zwischendurch. Mir stört es jetzt nicht persönlich so. Und es brachte auch nicht viel länger zum Hochland. Deshalb. Ja, der Rift ist qualvoll. Ich musste einen Schwierigkeitsgrad wieder runterstellen. Jetzt sind wir nur noch auf schwer. Und ja, so schnell kann es gehen. Ich habe wirklich ja immer wieder die Probleme mit den Champion Packs und den Elite Packs, weil die so ja friesen wollen und vergiften alles Mögliche zusammen. Das macht meinem Tempelwächter nicht so viel. Ja. Crusader halt. Ah, Kreuzritter, stimmt's, ja. Der Kreuzritter ist auf Deutsch. Ich schaue eben englische Streams und dann höre ich immer nur Crusader, nicht Kreuzritter. Und lesen tue ich nicht so langhaltend, wie ihr das hören. So, irgendwie die Höhle ist sowas von groß. Ja, ziemlich. Nervt ein wenig. Wir haben eigentlich schon das den Rift Boss im ersten Level. Vor allem, weil halt in jeder Ecke schwere Gegner sind. Tut sich das so richtig herauszögern, auch wenn es der Weg nicht so groß ist. Okay, kanalisieren, das ist der beste. Ah nein, das ist nicht kanalisieren. Das ist Dimensionsverbindung. Ist einer der mächtigsten von diesen Rift-Schreinen. Sehr schön, es macht Spaß so. Jetzt müssen wir dieselbe kämpfen. Stirb endlich. Eines der Gleiter explodiert. So, jetzt haben wir Level 8 und 60. Noch zwei Level und dann können wir wieder Paragon leveln. Sehr schön. So, endlich eine zweite Ebene. Was haben wir hier so? Ach, schon Skelette wenigstens. Ist nicht so schlimm. Vor allem die Tank-Skelette nicht so. Das sind, glaube ich, Schildwachen oder so, wie die heißen. So, ein Kriegshammer. Knaufkammer. Das ist ein Morgenstern. Oder Flegel. So. Ja, hier wäre es ging es schon weiter, aber pff. Nein, bitte. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Da ist nochmals ein Pool der Erfahrung. So. Und
Ja, hier geht's weiter gut. Ja, ist leider klein. Wahrscheinlich geht es hier auch nicht weiter. Ja. Sehr klein. Also das nächste Gebiet. Das sieht nicht schlecht aus hier. So ein bisschen bläulich, dieses Gebiet von den, wie sagt man, der Ebene. Ebene des Wahnsinns, genau. Oh, das sind jetzt zwei, ja. Das sind jetzt zwei. Ein Champion und ein Elite-Boss. Und das Licht möge euch verbrennen. Für was? Tötet 2000 Gegner, während Akkrats Champion aktiv ist. Oh, sehr schön. Das zeugt doch von Qualität, oder? Kniet nieder von Sakrums Herrschaft und was? Ah, das ist wieder eine Ebene, wo jeder zweite Mate ein Boss ist. Ah, da oben ist auch noch einer. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Ah, der geht nach oben. Das ist nicht so gut. So, jetzt angreifen. Sehr schön, die explodieren alle nacheinander. Boom. Nein, wir haben gewonnen. Gibt's das? Ja, auf schwer ist es auch nicht so schwer. Das passt irgendwie. Ah, hallo, und das ist der Gier, ja. Genau, der Gier. Gierige Kröte. Komm jetzt, komm. Zu viel Damage, was? Eine vergessene Seele. Ah, das ist normale. Das sind keine Legendary-Ding. Schon Legendary ist es natürlich, aber nicht zu denen, die die Sets brauchen, sondern allgemein alle Legendaries brauchen. Die allgemeinen blieben drin, aber die Rezepte für die Ding blieben nicht drin. Für die einzelnen Items, die nur für ein Item gelten, die blieben nicht drin. Aber ich finde es irgendwie schade, jetzt hab ich nicht mehr so eine Sucht nach diesen Sachen zu suchen. Schade. Ich müsste da mal in die Kiste schauen, ob diesen habe ich weg. Die sieht man nicht mehr. Die haben wir verloren für immer.
Und die Musik ist irgendwie komisch. Jammerlied, Jammerlied. Jammerlied, Jammerlied. Jammer, Jammerlied. Hier ist nix. Hier geht alles kaputt. Ja, den Flegel möchte ich gerne mitnehmen dort oben. Den haben wir noch nicht. Manchmal erscheinen die Items ein bisschen zu spät. Keine Ahnung, auch wegen dem Server oder weiß es Gott will. So. Ja, ich kann mal erzählen, wie es mir gegangen ist, als Diablo 3 angekündigt wurde. Ich war extrem überrascht, dass sie es trotzdem noch angekündigt haben und rausbringen wollen. Weil ich habe schon gedacht, ja, Blizzard konzentriert sich nur noch auf World of Warcraft. Da war ja so in damals. Und ja, hatte aber gewusst, dass die Qualität nicht allzu groß wird. Weil, bevor es natürlich sehr angekündigt wurde, habe ich hier gedacht, ja, Blizzard bringt dann Diablo auch wieder in 2D raus, wo nicht so schöne Grafik hat und so. Weil auch World of Warcraft nicht so eine schöne Grafik hatte. Und ja, ich bin einfach gewöhnt von Blizzard, weil die nicht so die Grafikqualitäten haben. Und ja, dann war ich überrascht, dass es 2D war, dieses Physik Engine, also 3D war, meine ich, und die Physik Engine so gut war. Und ja, hab aber ja schon dort gehört, dass es eine Comic-Grafik geben wird. Hab auch in der Petition mitgemacht, wo sie rebelliert haben gegen den schlechten Comic-Stil für einen guten männlichen Stil und so. Und habe dann auch ein paar Foren ein bisschen herumgewütet. Und leider ohne Zweck und Grund. Und die Futures waren halt auch nicht so Ding. Also es war schon früh klar, dass die Fähigkeiten nicht so so vielfältig waren und so. Nur sechs Fähigkeiten unten hingetan werden können und so. Und das mit den Routen habe ich auch nie so gerne gehabt, aber alles wurde ein bisschen besser, als dann Diablo 3 erschien. Und hat auch nicht lange, ich war sehr schnell in Ding oben, im Inferno oben, und habe dort eigentlich nur noch Qualen erlebt, wegen den Elites wieder und den Champions mit 4 Eigenschaften. Schon heftig, wie ihr hier seht manchmal. Und deshalb war ich nicht lang, also ich habe dann immer Sekiro 2 eigentlich bevorzugt und mehr dieses gespielt, und Titan Quest habe ich gespielt und alles mögliche. Und eigentlich sehr wenig Diablo 3. Ja, und durch das Let's Play habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt. Durch das Let's Play, ich bin ja immer eigentlich Vollzeit Let's Player, und ja, deshalb ging mir Diablo 3 eigentlich ein wenig am Arsch vorbei, und erst bei der Beta von Ross, von Regen of Shadow, habe ich dann wieder besser auf Diablo 3 zurückgefunden. Jo. Ja, mir hat persönlich nicht gefallen, dass sie in der Entwicklung viel geändert haben. Vor allem halt dieser Boss, den sie gezeigt haben 2008 in der Vorstellung,
Der kam so nicht wieder, nur die Belagerungsbestie, die ist so ähnlich. Das fand ich ein bisschen schade und so öffentlich habe ich keine Bosse erlebt. Also es sind keine Bosse, ja, Ding, öffentlich wie der damals war. So. Es ist allgemein halt schlecht, dass Diablo 3 in Instanzen ist. Also dass man immer wieder von Instanz zu Instanz rennt. Kein Open World ist nichts, das finde ich auch leider ein bisschen schade. Aber nun gut, Diablo 3 ist spielenswert, Diablo 3 ist recht gut, trotzdem sind halt Schwergewichte drin, schwergewichtige Fehler, die ja halt manchmal beim Spielen ein bisschen sauer aufstoßen. Aber eben, es ist spielenswert, ich spiele es gern und ich Let's Play es gern und man sieht es, Diablo 3 ist sehr beliebt als Game. Meine Videos werden geschaut und das ist das Wichtigste. Sonst hätte ich schon lange natürlich mit Diablo 3 aufgehört. Jetzt hoffe ich auf ein gutes zweites Addon und ihr hoffentlich auch. Und ich werde es natürlich wieder am ersten Tag kaufen und Let's Playen. Das ist klar. Für das gebe ich schon Geld aus, aber eben mit dem Hinterkopf, ja, besser ist Geld geil und schaut nicht auf die Fans und so weiter. Das ist klar. Wo sind eigentlich die Legendaries hin? Die Champions und Elites. Und wo droppen die Legendaries jetzt? Nicht so gut, eh? Gehen wir noch kurz in die Mitte und dann verlassen wir den Rift. Puh. Die Hälfte haben wir geschafft vom Level 69. So, nichts mehr. Ich muss zurückkehren. Also, dass die Dungeon Siege 2 bei Steam so verhunzt haben. Oh je, yeah, das ist auch ein bisschen schlecht, aber ja. Schade drum, weil Dungeon Siege 2 wäre mit Mods und so extrem cool. Aber natürlich überall Grafikfehler und sonstige Sachen, die sauer aufstoßen. Nee, da habe ich das Let's Play leider abbrechen müssen. So, wir haben nur Schrott hier. Schwungangriff, nee. Okay, schade. 17.404 Gold. 30. Haben wir nichts Besseres. Der Hammer ist halt auch Level 70. Aber der würde viel, also nicht mehr so viel Schaden machen, aber Chance von 20% einen Kettenblitz auf eure Gegner zu wirken, wenn ihr sie trefft, ist doch mal heftig. Das nehmen wir dann bei Level 70. Ja, wir haben nichts Besseres. Schade, hä? Recht schade. Das könnten wir nicht tragen. Naja. Bewegungsgeschwindigkeit halt, aber wir haben eigentlich immer volles Leben, also meistens Damen nicht, ne. Jetzt machen wir noch ein bisschen Akt 5.
Tötet Ignos Dalfos. Oder seht ihr das? So, ja, Let's Play macht ein bisschen müde, wenn man am Morgen aufnimmt. Erst aufgewacht und so. Wird man schon langsam wieder müde. Ich muss ein bisschen körperliche Aktivität nachher machen, damit ich wieder ein bisschen ja, fit bleibe und für andere Aufnahmen Zeit habe, also Kraft habe. Ja, und gestern war ja noch der erste Livestream, der hat mir recht gut gefallen. Ja, es schaute leider niemand zu Hause ein, aber das kommt hoffentlich und es ist ja Power-for-Fix meistens. Diablo 3 geht wegen der Internetverbindung nicht so, weil das natürlich auch selber Internetleistung braucht und das sehr viel. Deshalb, ja, kann ich leider Diablo 3 nicht so livestreamen, aber ja. Ich bin eben nur ganz in Anfängen, also meine Internetverbindung kann hoffentlich bald auch noch besser werden. Und ich muss noch alles optimal einstellen. Deshalb leckt das halt meistens. Aber bei Power4X hat es ja nicht nie geleckt, außer ein paar FPS-Einbrüche manchmal, wenn ich zu schnell gerannt bin und so weiter. Aber das war gut, also. Puff of Exile geht wenigstens recht gut. Und mehr die Desync-Probleme sind mir übrigens gar nicht aufgefallen. Und das lag eigentlich am Server. Weil die so weit weg sind. Das hat nicht die Seelenernte angerichtet. Was ist hier geschehen? Tod den Adligen! Und ich hab's gemerkt, ich kann sehr viel persönlich irgendwas sagen oder erzählen und so. Also immer nach dem Livestream werde ich noch ein paar Kommentare beantworten und so weiter. Also, ja, nehmt euch dann die Zeit, wenn ihr Bock habt, mit mir zu chatten noch ein bisschen. Und ich werde es dann natürlich sagen im Mikrofon. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch so. Also wenn ihr Bock habt, Livestream jeden Abend ab 20 Uhr. Eventuell manchmal sogar schon früher, ich werde es dann bekannt geben. Also schaut immer in den Kommentaren nach bei meinem Kanal. Und wenn ihr mir bei Twitter folgt, dann kann ich es dort auch erzählen. Aber momentan sind so wenige dort, dann möchte ich das noch nicht dort erzählen. Aber ich könnte es eigentlich jedes Mal machen, also. Vielleicht werde ich es auch machen. Also folgt mir bitte bei Twitter. Es wäre natürlich schön, wenn ihr dabei sein würdet. Und ja. Ja, dadurch kann ich natürlich auch dazu ein bisschen mehr Ruhm kommen. Den ich eigentlich schon lange längst verdient hätte. Aber eben das Leben ist kein Zuckerschlecken. Da muss man durchkommen. Und ja, aber da hilft leider auch Betteln nicht so. Aber ich bettle trotzdem. Wie ein kleines Kitty, der betteln muss. Nein, nein, ich will eigentlich nicht betteln, ich will nur bekannt geben. Ich will meine Aufmerksamkeit. Naja, also. Es ist alles freiwillig, was ihr macht, ist eigentlich, ja, eure Entscheidung und, ja, wenn ihr mir helfen wollt, natürlich dürft ihr mir gerne helfen, wenn nicht, ja, dann bin ich nicht sauer, natürlich nicht und, ich habe noch andere Sachen, wo ich erfolgreich werden kann, zum Beispiel der Sport, da bin ich sehr gut momentan. Und habe gerade gemerkt, dass ich überhaupt gar nie schwitze. Also ich habe schon gemerkt, dass ich wirklich sehr lange nicht schwitze oder so, aber es wird irgendwie besser. Also
Ich werde immer wieder resistenter und der Körper erhitzt sich auch nicht mehr so. Ich bleibe eigentlich sehr, ja, 37 Grad warm. Und das ist toll. Also, das zeigt, dass ich körperlich sehr fit bin. Totentanz. So, schauen wir mal kurz auf die Uhr. Da hat es nämlich rechts oben eine Uhr. Es ist 9.37 Uhr. Machen wir noch bis 4. Ja, machen wir noch diesen Auftrag hier. Und dann muss ich schon wieder mal ein Part beenden. Eine Aufnahmesession. Ich muss ein bisschen Fitness machen und eventuell werde ich dann noch ein bisschen Path of Exile aufnehmen. Oder, ah ja, Ding, was ich nehme, Conquer the World muss ich noch aufnehmen. Auch wenn mir das auch persönlich nicht mehr so gut gefällt. Was halt sehr, Ding ist. Ja, unfair. Weil die Gegner natürlich sehr viele Truppen ausheben können und ich natürlich nicht. Ich immer in Geldnöten bin. Tja. Na, wo ist eigentlich der Boss? Kämpft an der Seite von Hauptmann Hale. Aber wo ist das? Wo ist der? Ah, da ist er. So. Töten, zerstören, vernichten, grillieren, blam blam. Wir müssen irgendwo in die andere Richtung gehen. In eine andere Richtung. Aber wo denn? Vernichten, zerstören, vernichten, zerstören, quälen. Masturbieren. Schlecht. Passt nicht so. Noch nicht. Verbrennt im Licht. Noch nicht bereit. Überall hat es hier Gene. Gehen wir mal hier entlang. Hier runter. Irgendwo muss doch der Eingang sein. Das ist der Eingang, also der Eingang zu dieser Ebene. Ich brauche den Eingang zu der anderen Ebene. Irgendwo hier unten. Eine uralte Truhe nehme ich natürlich an. So, alles einfach draufhauen. Dann geht's recht schnell. Genau. Da muss ich noch die Truhe öffnen, genau. Nichts Gescheites. Die Blitze machen recht viel Schaden, die zwischen den Teilen kommen. Das ist sehr schön. Das ist schön. Das ist sehr schön.
Na, wo ist es jetzt? Hi, du. Wenn man mal aufhören will, kommt es nicht. So, Hail. So, kommt. Ah, oh, nicht so einen. Ein Eschen. So, komm, wir machen das Level noch, oder? Hier haben wir zum Beispiel ein Ding. Gebietsboss. Ja, da hat jetzt nicht zu viel gebracht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zwei große Parts für heute. Das ist doch toll. So. Also. Jetzt haben wir es dann gleich. Jetzt können wir ein bisschen chillen, weil wir wissen ja genau, dass wir bald Level 69 sind. Und dann können wir das nächste Mal die 70 anstreben. Sehr schön. So, gehen wir noch kurz ein bisschen. Oh, ein erschüttertes Bombardement. Hier können wir zumachen. Haben wir noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Zuerst verkaufen. So. Schuhe. Nee. Okay, Gerechtigkeit habe ich nicht, ne. Eben Bombardement anschauen. So, erschüttertes Bombardement. Eine einzelne größere Kugel aus explosivem Pech fällt auf das Zielort nieder. Die Kugel fügt allen Gegnern im Umkreis von 18 Metern 3320 Waffenschaden zu. Da ich den eher für Bosskiller verwende, ist er gut. Den nehmen und ja. Haben eigentlich alles recht aktuell. Haben wir hier irgendwas, ein Flegel für 61. Das sind alles Level 61er. Ja. Alle. Ja. Level 61 und 70 ist leider erst dann. Ja, schade. Also, dann haben wir nächstes Level. Diesen Hammer hier. Der ist zwar nicht so schnell, aber dafür hat er viel Leben nach getötetem Gegner. Und Blitzschaden halt, Blitzfähigkeiten. 19% mehr Schaden, das ist Blitz, ja. Das ist Blitz, sehr schön. Okay, ja, toll. Dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ich habe mir weiterhin ein bisschen zu. Ihr dürft gerne Kommentare schreiben, ihr dürft gerne liken, müsst es aber natürlich nicht. Aber ich hätte es gerne und ihr wahrscheinlich hättet es auch gerne, wenn ihr jemand unterstützen könntet. Aber ja, eben, ist ein Hobby und ein Hobby muss man nicht unbedingt unterstützen. Aber
es ist doch für die Allgemeinheit doch besser, oder? Und ich kann mich dadurch auch gut verbessern und so weiter. Hab dann recht gut viel Kollegen. Auch wenn ich jetzt schon eigentlich zu viel habe, möchte ich gerne noch mehr Kollegen, das ist klar. Und ja. Und ich habe noch nie lange in meinem Leben gehabt, aber ich habe immer wie mehr Spaß an meinem Leben durch das Let's Playen und durch den Fußball und durch die schönen Games, die ich spielen kann, durch den Livestream, alles Mögliche. Und ja, Dankeschön dafür für die, die schon etwas geleistet haben für mich. Und ich hoffe, ihr bleibt mich weiterhin treu, und für die Neuen herzlich willkommen. Und manchmal habe ich halt gute Tage, manchmal nicht so gute Tage, wo ich gut Let's Playen kann, wo ich nicht so gut Let's Playen kann. Momentan ist es halt ein bisschen die Müdigkeit, aber es ist eher die Müdigkeit, bis ich ganz wach bin halt. Weil ich werde natürlich bis am Abend um 23 Uhr, 24 Uhr nicht mehr schlafen. Ich habe mich so gewöhnt, an das gewöhnt, und wenn ich Sport mache, dann bin ich immer wieder topfit. Und das ist gut so. Also, Dankeschön fürs Schauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, eine schöne Fußball-WM-Start für die, die sich interessieren. Und ja, in einem Monat ist das Finale dann schon. Ich freue mich drauf, egal welche Mannschaft ins Finale kommt. Ich bin eigentlich für jeden. Ich kann mich jetzt nicht festlegen, aber natürlich bin ich als Schweizer eher für die Schweiz. Bisschen Deutschland, bisschen Brasilien. Und ein bisschen Spanien. Aber ja. Des Weiteren. Ja, vielleicht im Livestream oder so. Also, tschüss. Dankeschön fürs Schauen. Bye.